Morning, heute mal eine kleine Real-Life-Story von meinem Praktikum. Ich glaube, vier oder fünf Geschichten waren davon nervigen, dämlichen Kunden, deswegen würde ich sagen, könnt ihr euch wieder schon mal reinhauen, bis zum nächsten Mal schon. Idioten, also idiotische Kundenpraktikum. Also ich hatte da ein paar Fälle, ne? Ich hatte halt in 2 Wochen Praktikum gemacht. Und ja, haben die mich wirklich Sachen gefragt, wo ich mir so denke, willst du mich verarschen? Ich bin hier nur Praktikant. Die erste kleine Geschichte davon ist, Digga, ich bin so am Abpappen. Also es ist so, man geht mit so einem Pappwagen, also mit so einem riesen Gitterwagen und durch den Laden. Und da muss man halt schauen, wo überall Pappe drin ist, nimmt das raus, sortiert es kurz um etc. Ne, und schmeißt in den Wagen rein. Ich bin am Abpappen, kommt da so ein 60, vielleicht sogar 70-jähriger alter Herr an. Ich stehe vorm Eierregal, ne, und frag mich, wo die Eier sind. Ich sag, da stehen sie vor. Echt? Ich wollte aber Bio-Landeier. Sie sind da oben. Das sind auch die guten. Ja, sind sie. Ich schon angenervt, weil so dämliche dumme Fragen kann man sich eigentlich gar nicht stellen. So, er steht davor halt, fragt, wo das ist und so, ne? Und dann, Minute später kommt er wieder, ah nee, ich nehme doch lieber die anderen, die sind mir günstiger. Fragt erstmal, sind das die guten Bio-Landeier? Nimmt denn die anderen? Solche ähnlichen Geschichten hatte ich dann auch mal vom Milchregal oder sonst was. Oh, aber auch was ganz Witziges war, ein arabischer Mann kam so an, der war so vielleicht so 40, 50 und fragt mich, welches Öl ist denn gut für Braten, also Braten hier, Fritteuse. Sonnenblumenöl oder Rapsöl, gibt es da einen Unterschied? Ich denke mir so, du willst hier wirklich in dem Laden Öl holen für Fritteuse. Brauchst du aber Fritteusenöl. Was macht er denn? Nimmt sich einen riesen Kasten Sonnenblumenöl mit. Ja, moin, Digga. Einfach so ein riesen Karton. 4x3, so 12 Stück. Einfach 12 Flaschen Rapsöl mitgenommen, Digga. Mehr Sonnenblumenöl. Digga, absolut lost, der Typ. Denn war ich beim Eingang. Es sind mehrere Geschichten, ne, die ich so erlebt habe mit Kunden oder Lageristen. Oder jetzt kommen wir zum nächsten, einen afrikanischen, ne? Ich habe ja nichts gegen Afrikaner oder so. Der hatte wirklich solche Rausguckaugen, solche richtigen, die rausgestochen haben, wo du an der Seite so geguckt hast, 50% des Auges war so rausgeguckt, ne? So, ich war am Düsseldorfer fahren, das ist so halbe Euro-Paletten, wo Getränke draufstehen. Beim Eingang hat er mich dann gefragt, also auch was für eine Sprache, ne? Ich mache das jetzt mal vernünftig, wo der Filialleiter ist, ne? Ich musste erstmal 3, 4 Mal nachfragen, was er jetzt meinte, weil ich habe es nicht richtig verstanden. So, dann habe ich ihn nicht zum Filialleiter gebracht, weil der war nicht da, zur Vertretung und Vertreterin des Filialleiters. So. Dann war das eigentlich gegessen für mich. Ich denn Pause gemacht, halbe Stunde oder 3, 4 Stunden später. Er denn, also ich saß denn im Aufenthaltsraum, habe meine Brötchen und meinen Eistee getrunken und gegessen. So, und dann war da so ein Notausstiegfenster, ne? Weil er erstmal alles zugestellt hat, nichts zu gesagt, hat gesagt, ach, Räume weg, passt schon. So, er macht das Fenster auf. Fliegenetzen haben auch in Afrika gute gegen Fliegen und so. Ich hätte mich vor Lachen nicht mal eingekriegt, ne? Also, der war halt Inspekteur, Kontrolleur, ob da alles so richtig ist, ne? Von Lidl. Also, wer hat den eingestellt? Jetzt nur Front. Aber wirklich richtig Deutsch sprechen konnte er nicht. Da dachte ich mir auch schon, ach, nee, gar nee, ey. Ey, kannst du doch nicht sagen. Also, ich konnte nicht mehr, ne? Also, ich saß da echt nur mit Grinsen. Also, das war. Ach, nee. Also was für Leute man da gesehen oder erlebt hat. So, denn um 15:30 Uhr hatten wir eine Lieferung von Waren bekommen. Der eine Typ so richtig hektisch schmecktisch. Ich sag, jo, können Sie hier abstellen. Er so, ich habe halt gar nichts verstanden, was er gesagt hat. Er hat übelst genuschelt und gefühlt kein Deutsch geredet. So, dann stand da eine E-Ameise. Also das ist halt wie ein Hubwagen, bloß elektronisch. Und er sagte, Mackengerät weg, Mackengerät weg. Ich denke mir, Bruder, was meinst du mit Mackengerät weg? Ich frag, er zeigt da drauf. Er meint die E-Ameise, Digga. Dann beschwert er sich noch, kein Platz, kein Platz, kein Platz. Wo soll ich Ware hin tun? Ach, Digga. Der Typ hat so abgefuckt. Der konnte auch wieder kein Deutsch reden. War absolut dämlich. Ja, Brudi, also das war wirklich ein ganz, 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 ganz schlimme Finger war das. Denn
ich sollte die Restware, also Restware, das, was an den Kassen liegt, was die Leute denken, jo, das nehme ich mir mit, haben aber dann kein Geld mit oder denken sich, ach, das brauche ich doch nicht und lassen es dann an der Kasse liegen. Das soll ich dann abholen oder einem einsammeln. Ich war gerade mit Kasse 4 fertig, bin von Kasse 1 bis 4 durchgegangen. Und gerade wo ich fertig wurde, wurde gesagt, Kasse 1 wird geöffnet, Kasse 1 wird geöffnet. Ah, bitte tun Sie die Ware schon auf Kasse 1. Wurde dann gesagt, ich denke mir, ach nee, Digga, wie soll ich denn hier gleich rauskommen? Ich bin schon am Zurückfahren mit dem Wagen und dann kommt da so eine alte Fette und ich sage, ja, jetzt müsste ich aber raus, ne? Richtig mit einem Lächeln, ne? Und dann sagt sie, lass mich da erst nicht raus. Und ich sage, ja, ich muss jetzt aber raus, ich muss ja weitermachen, weiterarbeiten. Ich kann mich auch nett und freundlich sagen, hab ich ja. Und dann lässt sie mich raus und dann nuschelt sie, wo ich weggehe, komisch, die Musik. Ey, die war so angenervt, die Alte, die war so sauer und angepisst. Keine Ahnung, die hat safe ihre Tage gehabt oder sonst was da. Und the last button und least, ne? Darauf will ich auch nicht Tage tun, ne? Pass auf. Da muss ich immer noch lachen, wenn ich das höre. Pass auf. Da war ein 40-jähriger Typ mit einer 35- oder auch 40-jährigen mit so 6-7 Flaschen im Einkaufswagen. Haben mich denn gefragt, wo die Leergutanlage ist. Und wie? Wo ist der Flash-Automat? Flash-Bell-Automat? Ich denke, oh, Bruder, was willst du mich Flash-Bell-Automat? Das hat er wirklich so gesagt. No show, ne? Ich musste erst mal fünfmal überlegen. Ich denke mir, Flash-Bottle-Flash-Automat. Digga, der hat irgendwie Deutsch, Englisch mit Heißklebepistole zusammengeflickt. Und dann dachte er, jo, damit gehe ich einkaufen, Digga. Oh, und ihm was denn erklären. Der Automat ist denn einmal unten rum. Weil ich wusste ja nicht, ob der Englisch kann oder Deutsch. Digga, ich habe auch irgendwie versucht, ein Deutsch-Englisch. Ey, das war auch. Ja, würde ich sagen, wieder schon reingehauen. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.